und gehofft, dass ich irgendwie heute noch ein paar nette Leute finde, die mir vielleicht ein bisschen unter die Arme greifen. Aber bis jetzt nicht. Fall mir mal ins Wort, sag irgendwas. Hi Jacqueline. Hi. Heute ist 26. April. Könnte sein, ja. Montag. Darf ich das Video auf YouTube hochladen? Das werden viele Menschen sehen. Natürlich. Danke. Jacqueline, wie geht's dir? Viele machen sich Sorgen um dich, schreiben, wie geht das, Jacqueline? Also schlecht geht's mir eigentlich nicht. Okay, könnte besser sein, ne? Corona ist immer noch scheiße, wird immer schlimmer. Ausgangsverbot und so hier in Hamburg, das habt ihr ja, glaube ich, nicht. Das ist, es fahren keine Busse mehr nachts, man kann kein Geld mehr verdienen, die Leute haben Angst, überhaupt Kontakt zu einem zu haben. Man findet keine Pfandflaschen, weil sie draußen nichts mehr trinken dürfen, weil sie die Maske nicht abnehmen dürfen. Man muss eine PF2-Maske haben, sonst darf man nicht mehr auf den Bahnhof gehen, nicht einkaufen, gar nichts. Das ist alles Katastrophe. Was hast du heute gemacht? Ich habe bei einem Bekannten geschlafen, von dem bin ich hierher gekommen. Dann habe ich auf dem Weg hierher ein bisschen Pfand gesammelt. Ja, an die Fahrkartenautomaten brauche ich nicht mehr stehen wegen Geld, da kriegt man gar nichts mehr. Ja, einfach ein bisschen Pfand gesammelt. Und gehofft, dass ich irgendwie heute noch ein paar nette Leute finde, die mir vielleicht ein bisschen unter die Arme greifen. Aber bis jetzt nicht. Wirst du immer noch erkannt, angesprochen auf der Straße? Ja, immer mehr. Immer komischerweise, obwohl wir lange keine Videos gemacht haben, sprechen mich eigentlich jeden Tag mehrfach Leute an. Auch wegen diesem harten Deutschland. Obwohl, da bin ich jetzt auch schon seit Wochen nicht mehr zu sehen gewesen. Die sagen immer alle, ich soll mir einen eigenen Channel aufmachen und so, damit sie jeden Tag mich sehen können. Ja, genau. Hast du eine Ablenkung? Kannst du mit Leuten kommunizieren? Ja, das ist das Komische ist hier bei den Drop, man kann mit keinen Leuten reden. Die meisten, ja, ich meine mit Abonnenten, weißt du? Ja, das meine ich ja gerade. Mit denen kann ich auch reden über ganz andere Sachen. Na, zum Beispiel jetzt Biden in Amerika oder so. Ne? Das ist, frag mal hier jemanden, wer der neue Präsident von Amerika ist. Die sagen immer noch Trump. Wann hast du deine Mutter gesehen das letzte Mal? Schon lange her. Hat sie dir wieder Briefe geschrieben? Jede Woche. Jede Woche. Du hast so eine tolle Mutter. Die beste. Und es ist mittlerweile etwas wärmer geworden. Gott sei Dank, ja. Wo pennst du zurzeit? Zelt. In Zelt? Ja, aus dem Hotel bin ich raus. Das hat einfach ein bisschen. Eine Freundin von mir hat einfach Scheiße gebaut und deswegen hatte ich da ein Problem. Sie hat meine Zimmerkarte geklaut gehabt, hat bei mir Sachen geklaut aus dem Zimmer. Ich wusste nicht, dass sie die Karte hat und ich habe sie aber beim Klauen erwischt, wo sie in meinem Zimmer war. Da hat sie das auf die Reinigungskräfte abgeladen. Von wegen, die hätten die Tür aufgelassen und an dem Tag ist bei mir Geld und Material weggekommen. Ich dachte natürlich auch, es waren die Reinigungskräfte. Bin runtergegangen zur Info, habe ein bisschen Terz gemacht, dass es nicht sein gehen kann, dass die Reinigungskräfte die Tür auflassen und so, auch wenn das halt der Boden trocknen soll. Im Nachhinein habe ich sie halt erwischt und dass sie halt fast aus dem Hotel geflogen hat, eine Abmahnung gekriegt und als Rache ist sie mit der Karte von mir, die sie selber wohl geklaut hatte, Weihnachten runtergegangen zur Info und hat gesagt, ich ziehe aus, die können mein Zimmer räumen, nur ich traue mich nicht selber die Karte abzugeben. Und dann haben sie echt mein Zimmer geräumt und ja, haben die Karte genommen von ihr, obwohl das gar nicht meine war, ich hatte ja schon eine neue. Deswegen bin ich nicht mehr im Hotel. Und wegen der Wohnung hat das nicht geklappt, wegen der Kaution, hast du mir gerade vorhin erzählt. Ja, totale Idiotie von Amt. Ich habe schriftlich gekriegt, ich darf die Wohnung anmieten, ich habe die Kostenübernahme, dass sie die Kosten übernehmen für Wohnung, für Nebenkosten, für die Heizkosten, also die komplette Warmmiete übernehmen sie. Und dann habe ich halt einen Dreizeiler geschrieben, dass sie die Kaution im Sinne von 1148 oder 46 Euro übernehmen möchten. Und dass sie halt den Satz im Monat jeden Tag wieder was zurückkriegen, ist ja so, ist ein zinsloses Darlehen. Das machen die eigentlich immer. Ne? Und dann habe ich einen Brief gekriegt, dass das im Moment nicht funktioniert, dass ich noch Sachen nachreichen muss. Ich sage, ja, was soll ich nachreichen? Ich habe ja gar nichts. Ich kriege ja keine Leistung. Ich sollte meinen aktuellen Leistungsbescheid da einreichen. Ich soll beim Sozialamt einen Leistungsbescheid einreichen, den ich vom Sozialamt kriegen würde, wenn ich Leistung kriege. Aber ich kriege ja keine Leistung, also hatte ich ihn nicht. Dann hatte ich einen normalen Termin. Und da haben sie wirklich zu mir gesagt, ja, sie können die Kosten für die Kaution nicht übernehmen, weil sie im Monat keine 30 Euro von mir abziehen können.
Das ist, meine Mutter hätte eine Bürgschaft gemacht, Thorsten hätte eine Bürgschaft gemacht, Peter, alle hätten sogar eine Bürgschaft für mich gemacht, dass sie die jeden Monat zurückzahlen. Ne? Aber nein, geht nicht, weil ich keine Leistung kriege. Wohnung weg, scheiße. Wie sieht es drogenmäßig aus zur Zeit? Ja, weniger, viel, viel weniger. Also mehr, ich weiß nicht, ob du ihr das jetzt merkst oder du oder ob man das sieht. Aber ich bin im Methadon-Programm. Ich nehme Methadict jeden Tag 6 Stück. Wie viele jeden Tag? 6, 24 Meter. Hört sich viel an. Die meisten sagen auch, es ist viel zu viel. Ist es aber nicht. Ich habe ja noch Beikonsum, also 24 Meter plus Beikonsum. Wenn ich keinen Beikonsum habe, brauche ich ungefähr zwischen 8 und 12. Das sind 44, 48 Meter Methadon. Das ist wirklich schon viel. Heftig. Aber ich nehme es ja nicht auf einmal. Ne? Ich kriege Keppra und mein Krampfschutz sorgt dafür gegen Epilepsie und Akalepsie. Ne? Das ist ein Krampfschutz und der sorgt dafür, dass 3 bis 5 Meter schon abgenommen werden. Von 500 Milligramm Keppra werden 3 bis 5 Milligramm, also Meter, Methadon vernichtet sozusagen. Das ist kontraproduktiv. Die arbeiten gegeneinander. Also werden bei mir mindestens 15 Meter, sagen wir mal, zwischen 9 und 15 Meter schon von meinem Keppra weggemacht. Ja, und wenn ich nur mal 24 Meter kriege und 15 Meter davon werden von Keppra weggemacht, bin ich auf 9 Meter. Und ansonsten wäre ich dann auf 31 Meter statt 44. Das passt schon. Und erzähl was, frag mich was. Und körperlich so, wie fühlst du dich zurzeit? Besser? Ja. Würdest du sagen, es geht dir Monat für Monat besser oder Monat für Monat schlechter? Besser. Besser. Corona-Zeit ist zwar scheiße, aber ja nicht nur für mich. Ich hoffe echt, dass das mal bald vorbeigeht. Weil man sieht das, wenn man hier über den Steinarm läuft, viele von den Läden, wo ich echt gerne, auch wenn ich Geld habe, Essen gekauft habe oder wenn ich kein Geld hatte, die mir Essen geschenkt haben, haben zugemacht einfach. Haben es nicht überlebt. Erzähl mal so über ein paar schöne Sachen, die dir die letzten Wochen widerfallen sind. Schöne Sachen. Vielleicht von irgendwelchen Leuten, die dich erkannt haben, irgendwie, weiß nicht, Essen eingeladen, geschenkt bekommen. Ich hatte vorgestern, fand ich das eigentlich, da habe ich mich eigentlich ein bisschen sogar geschämt. Da habe ich 1 Euro verloren neben Bahnhof auf dem Boden. Hab dann meinen Pullover ausgezogen und hab den Bürgersteig damit abgefegt, weil ich ihn nicht gefunden habe. Und dann kommen 2 Polen an mit Bier, mit diesen Teski-Flaschen in der Hand und haben mich echt irgendwas so polnisch, ich natürlich nichts verstanden. Und dann sagt er, was machst du, bist du doof? Ich sag, Entschuldigung, sag ich, dieses ist meine Problem, sag ich, kümmern Sie sich bitte um Ihre Sachen, ich kümmere mich um alleine, sag ich, ich habe Respekt vor Ihnen, sag ich, bitte haben Sie auch einen Respekt vor mir, egal was ich hier mache, ja. Ich sag, das hat schon einen Grund, warum ich mache. Und er sagt, ja, hier findest du gar nichts. Ich sag, das ist egal, sag ich, ich habe was verloren, das ist wichtig. Sagt er, was hast du verloren? Ich sag, 1 Euro, sag ich, aber 1 Euro, wenn habe ich gar nichts, ist viel. Ja, was ist 1 Euro? Und packt Portemonnaie raus, hält mir 10 Euro hin. Ich dachte immer noch, er will mich verarschen, ne. Ich sage, Entschuldigung, sag ich, warum? Sagt er, du suchst du 1 Euro, sagt er, ich gebe dir 10 Euro, sagt er, aber er sagt, da bist du Mensch, sagt er, musst nicht suchen Boden. Ja, ich genommen das Geld, habe ich irgendwie auf einmal Erleichterung, ich Geld, kann Essen kaufen, kann Trinken kaufen, habe ich voll irgendwie angefangen zu weinen auf einmal. Ne? Kommt sein Kollege noch an, hockt sich bei mir und haut mir echt auf die Schulter, sagt er, sag mal Nikolai. Ich sage, warum? Sagt er, sag Nikolai. Ich, Nikolai, sagt er, hier, noch 10 Euro, sagt er, hast du später auch noch 20 Euro gekriegt. Und dann gehe ich weg und was finde ich? Mein Euro. Der lag ganz woanders, wie wo ich gesucht habe. Und den hast du auch noch gefunden? Ja. Das fand ich gut. Bin ich in Rewe reingegangen, unten im Bahnhof und habe mir, weil ich wollte unbedingt Eis haben. Deswegen war mir der Euro ja so wichtig, ne? Weil ich hatte nur 70 Cent, kleine Unterhalte, 1-Euro-Stück. Und ich mache das ja immer, dass ich Eis kaufe und hier meinen Drop-In und auf der Wiese Eis verkaufe, weil ich damit habe ich ja letztes Jahr schon gemacht. Und dann habe ich mir echt ein richtig teures Eis, ich habe mir für 5,48 Euro so ein Ben & Jerry Eis geholt. Mit Cookie und Dutt. Richtig geil. Konnte ich mir holen, hatte ich ja Geld. Ich liebe dieses Eis. Ja.
Ich versuche immer die ganzen Scheißsachen, die passiert sind, mit ein paar guten Sachen zu überspielen. Funktioniert aber irgendwie nicht immer. Was ich erzähle jetzt gerade von was ich schön fand, was mir gut passiert ist. Aber von der ganzen Scheiße erzähle ich nie was. Fall mir mal ins Wort, sag irgendwas. Das ist sehr traurig, dich so anzusehen, Jacqueline. Ja. Jedes Mal, wenn ich mit dir rede, denke ich, was kann man ihr vorschlagen, dass sie mitkommt, ihm die Hilfe annimmt? Aber der Mensch muss das selber wollen, ne, irgendwie. Ja, das sage ich auch jedes Mal zu dir. Wo siehst du dich, Jacqueline, nächstes Jahr? Nicht mehr hier. Definitiv nicht. Sondern in eigener Wohnung? Ja, nicht unbedingt eigener Wohnung. Vielleicht auch noch Adoptionsphase oder so, weil ich möchte ja nicht auf Therapie. Hier in Hamburg? Nein, wieder nach Parma, Mecklenburg-Vorpommern. Nach Mecklenburg-Vorpommern? Wendensee-Parma. Ich habe auch den Kostenantrag gestellt. Ich habe die Kostenübernahme schon. Das heißt, dann müsstest du auch schon einen Termin haben, oder nicht? Nee, guck mal, man stellt die Kostenübernahme und wenn man die Kostenübernahme hat, dann kann man erst einen Termin bei der Einrichtung holen. Das muss man da aber richtig beantragen. Das ist nicht so, dass die Rentenversicherung sagt, okay, du kannst da hingehen und dass die Klinik dich dann auch nimmt. Die Klinik muss das okay geben, dass sie dich nehmen. Und da muss man dann auch zwei DIN A4 Seiten schreiben, warum man gerne in die möchte. Und da ich das schon mal war, wird das, denke ich, auch kein Problem. Aber durch die ganze Corona-Scheiße, ne, die haben normal Doppelzimmer und das haben sie halt jetzt nicht mehr. Und alle, die halt einen Antrag dafür gestellt haben und die schon das okay hatten, die kriegen jetzt natürlich als erstes, ne. Und eine Therapie, wo ich hingehe, die hat nicht so viele Plätze, die hat 28 Plätze, aber immer für 6 Monate. Das heißt, da kann nicht jede Woche oder alle 2 Wochen jemand Neues aufgenommen werden, ne. Das sind 28 Leute, die das dann 6 Monate machen. Und eine Woche hat 52 Wochen, ein Jahr hat 52 Wochen. Das heißt, dass frühestens alle 2 Wochen jemand raus könnte. Hast du was zu sagen an die Zuschauer? Durchhalten, nicht krank werden, durchhalten. Ja. Gibt immer einen Morgen, nach Regen kommt Sonnenschein. Ich denke mal, ein paar von euch geht es wahrscheinlich auch schlecht, aber einfach durchhalten. Kann nur besser werden, ne? Schlechter geht's nicht. Hast du Lust auf Milchreis? Ja, Milchreis, definitiv. Wollen wir was essen gehen? Ja, neue Schuhe werden wir ja kaum finden, guck mal. Mega kaputt. Aber hat alles geschlossen. Kann mir noch nicht mal eine Jacke kaufen, ey. Ganze Scheiße dazu, außer Real und so. Milchreis. Tschüss! Mhm.